Hallo Leute und herzlich willkommen zum Z-Log. Nachdem er letzte Woche ausgefallen war, da ich aufgrund eines technischen Fehlers, einer technischen Überprüfung bei der Deutschen Bahn statt 3,5 Stunden, eher 7,5 Stunden unterwegs war, war ich doch etwas entnervt und hatte dann auch die Woche keinen Bock, was zu rendern, weswegen keine Videos kamen. Deswegen, da bitte ich schon mal um Entschuldigung. Ich habe gerade die zweite Folge für die nächste Woche aufgenommen. Und dementsprechend ist meine Stimme auch schon etwas belegt, weil es relativ lange gedauert hat, weil viele Kämpfe ständig aus, an und so weiter. Ihr kennt das Spiel ja mittlerweile. Also ein paar von euch unter Umständen, also von euch drei, vier Leuten. Wieso greife ich eigentlich so hoch? Drei, vier Leute? Also egal. Darüber mache ich mich ja oft genug bei mir lustig. Fangen wir erstmal mit dem Wichtigsten an. Ich war auf der Leipziger Buchmesse und ich war einen Tag im Cosplay da, nämlich Iruka aus Naruto. Und mich hat niemand fotografiert, aber wir haben am Anfang ein schönes Shooting gemacht in der Ramenbar. Es hat viel Spaß gemacht. Mein Kumpel, der als Naruto da war, hat eigentlich den ganzen Laden rumkommandiert und unterhalten. Es war eigentlich genau das, was ich mir auch von dem Tag erhofft habe. Es war wahnsinnig lustig. Wir hatten eine Menge Spaß. Ich musste relativ lange auf jemanden warten, weil wir uns dort nicht gefunden haben. Und der kannte sich, also die Sache ist, es ist ein großes Messegelände mit großen Hallen und dazwischen sind immer Zwischenräume, also so Freigelände. Wenn man über diese Freigelände geht, kommt man sehr, sehr schnell von einem Punkt zum anderen. Aber wenn man das nicht weiß, ist man da ewig unterwegs, weil es so dermaßen voll ist jedes Jahr. Lustigerweise war die Manga-Anime-Halle, die sonst die vollste ist, irgendwie diesmal die leerste. Ich habe war ein bisschen in den anderen, ein bisschen was zu gucken, was zu fotografieren für meinen Großvater, eine Art Pavillon, der von Bruno Taut, ich weiß gerade nicht mehr, wer das war, inspiriert war und so weiter. Und die anderen Hallen waren alle brechend voll, also wirklich brechend voll. Aber die das Halle, genau, der das Halle, was sonst eigentlich so der Bulk ist, wo so Love Parade als dieses Chaos war, mäßige Zustände die ganze Zeit herrschen. Da war es relativ entspannt, selbst am Samstag, wo es sonst sehr voll ist, was nicht verkehrt war. Ich habe einige Fotos gemacht, die werdet ihr wahrscheinlich auch gerade im Hintergrund sehen. Ich werde nur Fotos zeigen von Leuten, die ich kenne, das heißt von denen ich weiß, dass es okay ist, wenn ich die Bilder zeige, da ich mich dort mit niemandem weiter unterhalten habe. Okay, ansonsten, ja. Ich war nur 2 Tage da und ich habe mich allerdings ansonsten viel mit Tobias unterhalten, bei dem habe ich auch übernachtet. Und wir haben einige Filme geguckt, wie es ja immer bei uns ist. Und wie es auch immer bei uns ist, waren das nicht zwingend die besten Filme. Wir haben uns Cargo angeguckt. Cargo ist ein Schweizer Sci-Fi-Film, der sehr langsam ist, eine sehr banale Geschichte erzählt. Die Darsteller sind alle wirklich nicht unbedingt der Spannung zuträglich. Aber du hast ein logisches und riesiges und gut gemachtes Schiff. Selbst die Außen 3D-CGI-Effekte sehen relativ gut aus, bis auf einen derben Perspektivefehler, den es einmal gibt. Die komplette Handlung kannst du in der Pfeife rauchen. Es sei denn, du brauchst mal ein gutes Einschlafmittel und willst nicht auf Medikamente zurückgreifen. Dann kann man sich den Film durchaus geben. Oder wenn man halt wirklich Interesse hat, was in Europa technisch möglich ist, und dann müsste man bloß noch jemanden finden, der ein ordentliches Drehbuch schreiben kann. Und hätten uns doch noch einen schlimmen Film angeguckt. Welcher war das denn? Ach nee, Quark, stattdessen haben wir tatsächlich mal gute Filme gesehen. Stimmt. Ich vergesse jetzt irgendwas. Nein, und das glaube ich selber nicht, dass ich das sage, aber mir hat tatsächlich ein Film gefallen, an dem James Cameron mitgearbeitet hat. Allerdings nicht als Regisseur. Als Regisseur ist er die Pest nach wie vor. Hier war er nur Drehbuchautor und noch irgendwas. Oder Teilautor oder irgendwas. Und zwar Strange Days. Strange Days ist eine dystopische Sci-Fi-Geschichte, in der viel mit Punk und Disco-Zeug und so Partygängern vom Stil her gemacht wurde. Also du hast eigentlich einen Film noir im Neon-Stil. Das klingt komisch, funktioniert aber tatsächlich. Und es geht eigentlich die ganze Zeit darum, einen Mörder zu finden. Und es wird alles über
so eine Art Videos gemacht, die direkt in das Hirn gebrannt werden. Also die man mit seinem Kopf quasi sieht und erlebt und auch alles spürt, was die dort spüren. Das heißt, glaube ich, sogar Squid, weil die abgreifenden Teile, weil man kann das auch aufnehmen, aussehen wie Tintenfischarme. Und der ist sehr spannend, der ist sehr gut erzählt, der hat einen fantastischen Stil. Der Hauptdarsteller macht seine Sache fantastisch, also wirklich unglaublich gut in dem Moment, auch wenn er ein wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig unsympathischer Typ ist. Also es gibt eigentlich keinen Moment, an dem du irgendwie auf seiner Seite eigentlich bist, jetzt wenn er das Richtige macht. Und von der notorischen Szene am Ende, wo er und eine langjährige Freundin von sich doch verlieben und küssen, waren keine unnötigen Szenen drin. Daran merkt man, dass James Cameron nicht der Regisseur war. Es waren keine unnötigen Szenen drin und es war halt super. Der kam auf den Punkt, der Film. Es war alles passend und es gab eine sehr, sehr üble Szene mit diesem Mörder-Vergewaltiger. Das war echt mies. Also da muss ich sagen, das ist. Also klar, ich konnte es ab. Ich habe da durchaus schlimmere Filme gesehen, aber die Szene war doch ziemlich, ziemlich übel. So jetzt rein vom psychologischen Standpunkt aus, wie es gemacht war. Aber sehr geschickt gedreht. Das muss man dem Film lassen. Geschickt gedreht war es auf jeden Fall. Gut, und wir haben uns Asterix im Land der Götter angeguckt. Ja, es ist 3D animiert. Ja, es ist ein bisschen mehr auf Action und Klamauk gemacht. Oder beziehungsweise auf eine andere Art von Action und Klamauk. Also übertriebener noch als die alten Filme. Ah, der hat Spaß gemacht. Der hat richtig Spaß gemacht. Der war schön. Obelix hatte immer noch seinen alten Synchronsprecher. Der Stil hat tatsächlich gepasst. Es sah wirklich einfach aus, als hätte man den alten Zeichentrickfilm mehr Tiefe gegeben, optisch. Ich hätte mir trotzdem lieber einen Zeichentrickfilm angesehen. Das weiß jeder, der mich kennt. Aber der war tatsächlich gut. Ich werde mir den auf jeden Fall auch nochmal ansehen. Ich werde mir den auch holen. Ich fand ihn wirklich super, super unterhaltsam. Das Krasse war, als wir aus dem Kino rauskamen, war plötzlich alles voll und wir mussten nur wieder hinter durch den Notausgang. Das Einzige, was wir uns denken könnten, ist, es war Premiere für Shaun das Schaf. Und nichts gegen Shaun das Schaf oder Wallace & Gromit. Die Leute, die das gemacht haben, sind super, aber da Fug. Das Ganze, okay, es ist ein kleines Indie, aber es war komplett überrannt. Du hattest das Gefühl, es gibt irgendwie eine jahreslange Karte umsonst oder so. So viele Leute waren dort. Das war schon verdammt heftig. Die ganze Woche habe ich dann viel mit Freunden verbracht, war schwimmen, habe meinen Vater getroffen und alles, also was man halt so macht, könnte man sagen, wenn man mal ein bisschen Zeit hat. Habe in der Zeit ab und zu Persona Q gespielt, nicht so viel, wie ich es mir eigentlich gehofft hätte. Und ich habe Olli Olli 2 gespielt, 2D Skate Trick. Parcours, nicht Simulation, sondern eigentlich so, es ist ein Arcade-mäßiges Spiel. Und der erste Teil war schon spitze und der zweite ist grandios, ich kann mich nicht darüber beschweren. Ich habe ein paar neue Comics besorgt, ich habe unter anderem gibt es einen neuen Serenity-Comic, also zu der Serie Firefly. Oh, es ist gut, es ist richtig, richtig gut. Und ich hatte allgemein eigentlich ziemlich viel Spaß. Muss man so lassen. Lassen. Ich war halt auf einer Geburtstagsfeier von einer Freundin und es war schweinekalt und er hat sich den einzigen Tag ausgesucht, an dem es richtig beschissenes Wetter war und wir waren grillen in einem Park unter einer Brücke. Das war top. Wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. Man hat nach kürzester Zeit eigentlich nichts mehr gesehen, aber wir hatten irgendwie trotzdem miteinander. Ja, ansonsten bleibt dazu gerade nicht so viel zu sagen. Gehen wir mal über zu Sachen, die ich sonst noch. Ah, doch, stimmt. Weitere Filme, die wir uns angeguckt haben. Allerdings ich in dem Falle mit Hawk. Wir haben uns Winx Club der Filme geguckt, der so viel schlechter ist als die Serie dazu. Der einen Animationsstil hat, der auf der vielleicht zu PS2-Zeiten noch aktuell war und selbst da gab es Hübscheres, der die Figur noch weiter verdummt hat, als sie sowieso schon waren und der insgesamt einfach war, wirklich das war so bescheuert. Ja klar, es ist irgendwie eine
Girly Fashion Magie Feenserie gewesen, aber dieser Film, boah, das tat wie. Ich hatte dann angefangen, irgendwann mich darüber lustig zu machen, wie eine verwöhnte Göre zu sprechen. Ey, heilige Scheiße, war das ein Dreck. Dann haben wir uns Mega Shark vs. Krokosaurus, die Fortsetzung von Mega Shark vs. Giant Octopus, angeguckt, und da war so sinnbefreit, sah dabei aber viel zu gut aus. Die hatte richtig gute Kulissen, eine ordentliche Kamera, und ich frage mich, wie sie das so verbocken konnten, außer mit Absicht. Das war so eine bescheuerte Handlung. Aber da habe ich auch nichts anderes erwartet, da hatten wir wenigstens irgendwie Spaß. Und wir haben uns, wir haben die Amazon Prime-Liste durchgeguckt, was gibt's so? Und ich habe gesagt, komm, wir bleiben bei schlechten Filmen, und ich habe wirklich den ausgesucht, der den miesesten hatte, im Tal der Super Babes. Und oh, dieser Film, heilige Scheiße. Es geht um zwei Leute. Der eine steht bei seiner Freundin unter der Fruchte, und sein bester Freund ist ein riesen Pornografie-Fan, speziell von welchen von so einem sehr ein Guru des Porno, wie man so schön sagt. Das war ganz schräg. Und er hat dann eine Kabine gewonnen, eine alte Pornokabine, die noch relativ komisch roch und so weiter. Und dort war ein Spezialfilm drauf, der ganz experimentell sein sollte. Und sie werden dann in diesen Film gesaugt und quasi in diese Pornowelt dieses Machers. Und wirklich alle Klischees werden aufgegriffen. Von der Hopper-Party mit den Stripperinnen, von den Cheerleadern, von dem Haus, von der Studentinnengesellschaft und so weiter und so fort. Den schwulen Polizisten, der immer seinen Mann kriegt und alles. Ey, das war so übel. Aber wir hatten halt wirklich Spaß. Also, der ist wirklich so bescheuert, dass man drüber lachen muss eigentlich. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, ich kenne den kleinen Deppen, den Pornofan. Irgendwoher kenne ich den, und am Ende lese ich den Namen. Das war Chris Pratt. Wer Chris Pratt nicht als Namen auf dem Schirm hat, das ist Star-Lord aus Guardians of the Galaxy. Ich meine, rein von den Sprüchen her ist er nicht besser geworden. Aber so rein vom Erfolg her ist das doch ein dezenter Unterschied. Das ist einfach irgendwie witzig. Irgendwie sehr witzig. Gut. Reicht aber auch dazu, Spiele. Spiele. Ich habe nämlich des Weiteren jetzt mir eine PS4 zugelegt. Das stand für mich schon eine Weile fest, und ich habe jetzt das Geld gehabt, mal, und habe mir natürlich Infamous Second Son geholt und auch schon bestimmt 2 Stunden gespielt. Und oh, ist das toll. Ach, ist das ein tolles Spiel, ganz ehrlich. Es ist eine dynamische Version der alten Spiele. Du hast andere Fähigkeiten, du hast bessere Kamera, du hast richtige Cutscenes oder bessere Cutscenes auf jeden Fall. Du hast trotzdem noch diese coolen Comic-Szenen. Und dein Hauptcharakter ist interessanter als Cole McGrath, auch wenn Cole trotzdem einfach für das, was das Spiel sein wollte, so wirklich diese. Ich bin berühmt oder berüchtigt, ich bin der harte Kerl, ich sehe aus wie ein Russe. Dafür war es halt super, und es hat auch gepasst, aber Desmond. Ah, nee, Moment. Hieß er Desmond? Nee, er hieß nicht Desmond. Den? Oh, verdammt, ich habe seinen Namen vergessen. Auf jeden Fall, der neue Hauptcharakter. Mist, Mist, ich bin so unprofessionell. Ist erheblich cooler, ist von der Abstammung her aus einem indianischen Volksstamm und super, also wirklich, wirklich cool, seine Fähigkeiten, aber er kann Fähigkeiten übernehmen, aussaugen quasi, und das ist eigentlich mal ziemlich geil. Habt ihr noch Helldivers gespielt, ein bisschen, was ich ja schon mal empfohlen habe? Ich habe Life is Strange gestern die erste Episode nochmal in etwas hübscher gespielt, hab dann festgestellt, ach Mist, die zweite wurde noch gar nicht runtergeladen, und dann habe ich das nicht mehr hingekriegt. Ich habe noch George dieser Adventure gespielt, das wollte ich auch streamen den einen Tag. Das ist ein Oldschool Fighting Game. Fällt mir noch was spontan ein. Ach ja, und ich habe jetzt mit David, hauptsächlich von den Highscore-Jungs, ungefähr 6 Stunden. Ja, doch, 6 Stunden kommt hin, Borderlands 2 gespielt. Und ich bin erstaunt, dass ich, wenn ich mich darauf konzentriere, nicht komplett abkacke. Also mir wird schon irgendwann ein bisschen schwummrig nach einer Weile, vor allem bei den Autofahrten, vor allem weil David fährt. David, was machst du da eigentlich? Egal. Macht aber sehr viel Spaß. Ich bin eine Sirene, er ist Zero, der Assassine quasi.
Und Sascha hat auch eine Weile mitgespielt als Garnisonkönig. Und wir hatten gestern noch so einen Schweizer Typen als Necromancer dabei. Ein Freund, eigentlich Schweizer, ein Österreicher, ein Freund von David. Und ja, ich habe auf jeden Fall Spaß. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch gleich weiterspielen. Da wir endlich mal vom Level her in Saschas Bereich kommen, weil dann wir besser zusammenspielen können. Und was einfach viel zu geil ist, ich spiele mit Vorliebe Pistolen. Und was finden wir? Die ganze Zeit echt nur Pistolen. Die ganze Zeit überall sind da nur Pistolen. Das ist unglaublich. Das macht so Spaß. Er ist total angeguckt, er ist Sniper, er snipert und er hat endlich mal irgendwie nach 4 Stunden davon hat er endlich mal einen Sniper gefunden und danach nur noch Rotz. Das kotzt ihn total an und ich finde die ganze Zeit Awesome Waffe nach der anderen top. Also wirklich, wirklich richtig, richtig lustig. Aber dafür ist er halt der sehr viel bessere Spieler. Ich ziele schlecht, ich weiche schlecht aus. Ich bin halt einfach an Ego-Shooter nicht gewöhnt, selbst wenn es ein Fun-Shooter wie Borderlands ist. Aber, wie gesagt, macht richtig viel Spaß. Und als letztes noch, ich habe jetzt die 7. Psych-Staffel fast durchgeguckt und es gibt eine Musical-Folge. Ich liebe Musical-Folgen in solchen Serien und die sind doch ziemlich, ziemlich gut. Jack the Ripper, Young, die Massenmörderin, Serienkillerin, und einfach schon eine geile Startnummer und es macht einfach Spaß, es macht einfach richtig, richtig Spaß und zwischendurch gab es eine Blair Witch-Folge, also so, die sind ja total popkulturell, was das angeht. Die Serie besteht ja eigentlich auch bloß aus, zu so einem großen Teil aus Slapstick und Filmanspielungen und absolut grandios, wirklich, ich liebe diese Serie einfach abgöttisch, es ist super, super cool gemacht. Und ich denke, das reicht auch, da bin ich sehr, sehr viel schneller jetzt durchgekommen, als ich gedacht hätte. Aber wieso das Ganze weiter ausweiten? Ich werde Dienstag streamen, ich werde Dienstag Lost Odyssey spielen. Das habe ich auch schon mal gereviewt in meiner gewohnt und professionellen Art. Und wer will, kann ja vorbeigucken, twitch.tv/piratensender, Sender mit Z, habe ich ja schon mal gezeigt, ist glaube ich auch hier auf dem Kanal verlinkt, wenn ich mich gerade nicht arg täusche und wenn ich das nicht vergessen habe. Und dann würde ich sagen, Leute, macht's gut, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und viel Spaß an Ostern. Stimmt, ich werde wahrscheinlich nächste Woche auf einem Eintagesfestival sein, nämlich dem Nachfestival hier in Oldenburg, wo Kampfsport ohne die Vokale spielen. Habe ich voll Bock drauf. Ich kenne zwar nur ein, zwei Lieder von denen, aber es ist David Schumann dabei und den finde ich halt als Autor schon ganz cool und sein Musikgeschmack gefällt mir eigentlich auch. Und das Lied, die Lieder, die ich bis jetzt kenne, sind auch ziemlich gut. Und ich werde mal reinhören, was er sonst noch so spielt und hoffen, dass das kein Reinfall für mich wird. Na dann, ciao! PS, nochmal vielen Dank an zwei Freunde von mir. Die eine hat mir den Plüschhund, den ich hier gerade als Bild zeige, selber gemacht. Und da habe ich mich wirklich, wirklich darüber gefreut. Das ist Edward aus dem Anime Meer, den ich noch für ein Cosplay brauche. Und der ist ganz toll geworden. Und noch Grüße an eine Freundin von mir, die mir zu Weihnachten nachträglich noch japanischen Süßkram vorbeigebracht hat. Das eine werde ich wahrscheinlich filmen, wie ich das versuche irgendwie zu bewerkstelligen, weil hier ist eine Anleitung drauf, wie man das essen soll. Und der Lolli war schon sehr lecker, wenn auch kurios. Na dann, gehabt euch wohl.